Byzanz, Konstantinopel, Istanbul. Der Name der größten Stadt der Türkei hat sich im Laufe der Jahrhunderte ständig geändert. Die Wichtigkeit dieser Metropole, Herz der lokalen Wirtschaft, nicht. Ihre Arterien pulsieren mit Tausenden von Fahrzeugen. Diese Fahrzeuge werden von den zahlreichen Tankstellen versorgt, die BP in der Türkei betreibt. Und BP selbst wird von Atlas Copco versorgt. BP ist seit 90 Jahren in der Türkei aktiv. Und wir betreuen unsere Kunden an 600 Tankstellen. Darüber hinaus vertreiben wir Schmieröl, Flüssiggas und sind sogar im Flugwesen aktiv. Die BP-Tankstellen benötigen Luft, sehr viel Luft. Doch die vorhandenen Installationen entsprachen nicht immer den hohen Sicherheits- und Leistungsstandards von BP. Wir führten eine Risikobewertung auf unseren Tankstellen durch, denn die Sicherheit unserer Arbeitsprozesse ist uns sehr wichtig. Darum wollen wir die Risiken kontrollieren. Diese Untersuchung ergab, dass mehr als die Hälfte der Kompressoren in unserem Netzwerk über 10 Jahre alt war. Diese älteren Kompressoren waren nicht frei von Sicherheitsrisiken, Korrosion, Abnahme der Hüllendicke. Es bestand sogar Explosionsgefahr. Anstelle die alten Installationen zu sanieren, beschloss BP, sie zu ersetzen. Womit? Mit Kolbenkompressoren der L-Baureihe von Atlas Copco. Es folgte eine erste Bestellung von fast 300 Kompressoren, die ein lokaler Vertriebshändler installieren sollte. Das BP-Logo ist grün, genau wie der Denkansatz. Projekte wie dieser neu gepflanzte, von BP finanzierte Wald spiegeln das Engagement für die Umwelt wider. Dieses Interesse für die Umwelt und die Sicherheit spielte eine wichtige Rolle bei der Wahl von Atlas Copco. Atlas Copco stellt umweltfreundliche Produkte her. Die Kompressorbaureihe LE ist ein Paradebeispiel dafür. Geringerer Wartungsbedarf, kürzere Wartungszeiten, weniger Zubehör für die Wartung und geringerer Ölverbrauch. Das sind einige der wichtigsten Eigenschaften dieser Kompressoren, die sie umweltfreundlich machen. Darüber hinaus verbrauchen sie weniger Strom und die Lieferleistung ist viel besser als bei vergleichbaren Kompressoren. Druckluft kommt an Tankstellen vielfach zum Einsatz. Flüssiggasinstallationen, Reifen, Waschanlagen. Auch viele Werkzeuge aus der Werkstatt wie Schraubenschlüssel, Druckluftbohrer, Schleifmaschinen und Spritzpistolen arbeiten mit Druckluft. Zu Beginn der Verhandlungen mit BP machten wir eine Präsentation in ihrer Zentrale. Wir brachten echte Kompressoren mit ins Büro und erklärten deren Funktionsweise. Dann baten wir sie, eine ihrer Tankstellen als Testobjekt zu bestimmen und wir stellten dort einen Kompressor auf. Atlas Copco engagiert sich für die Produktivität seiner Kunden und die L-Baureihe der Kolbenkompressoren wird diesem Prinzip gerecht. Die Wartung ist unkompliziert, weil alle Teile und Wartungsorte leicht zugänglich sind. Daher sind die Betriebskosten begrenzt und Störungen praktisch ausgeschlossen, was die Kontinuität der Produktion garantiert. Ein weiterer Grund, weshalb wir LE-Kompressoren vorschlugen, und das gefiel BP, war der direkt gekuppelte Motor. Verglichen mit unseren Marktbegleitern, die mit Keilriemenscheiben arbeiten, steigert dies die Effizienz des Kompressors und macht die Installation sicherer. Daher kann man sagen, dass unsere Kompressoren fortschrittlicher als andere Fabrikate sind. In einer Stadt wie auch im Geschäftsleben sind gute Verbindungen unverzichtbar. In Istanbul verbindet die Bosporusbrücke zwei Kontinente miteinander, Europa und Asien. Diese Hängebrücke ist eine wichtige Verbindung zwischen den beiden Teilen der Stadt. Das Airnet-Rohrleistungssystem von Atlas Copco erfüllt den gleichen Zweck. Als grundlegende Verbindung die Druckluft durch den Arbeitsbereich transportiert. Und das ist ein weiterer Grund, weshalb sich BP voll und ganz auf Atlas Copco verlässt.
All unsere neuen BP-Tankstellen werden heutzutage sofort mit Atlas Copco-Kompressoren ausgerüstet. Wir benutzen keine andere Marke mehr. Dieses neue Projekt läuft jetzt Schritt für Schritt. Die L-Baureihe der Kolbenkompressoren ist ein Paradebeispiel dafür, wie Atlas Copco die Kluft zwischen Ökonomie und Ökologie überbrückt.